Ja, ich übernehme da mal kurz das Wort hier zur Begrüßung an all unsere Zuschauer und auch die, die es nachher noch nachschauen werden. Herzlich willkommen, dass ihr hier heute dabei seid bei unserem ersten Podcast-Marathon, den wir hier in Zusammenarbeit mit Sagenhaft und Sonderbar, Tagu Experience und Kontroversum zusammen veranstalten. Schön, dass ihr da seid und wir haben uns heute vorgenommen, einen ganzen Tag voller Podcast, voller spannender archäologischen Geschichten und so zu veranstalten. Und schön, dass ihr dabei seid. Und unser erster Gast, Frank Stoner, ist schon hier bei uns. Grüß dich, Frank. Hallo. Hallo, Grüße in die Runde. Herzlichen Hallo Dank für die Frank. Einladung. Schön, dass ich bei euch sein kann. Ja, an der Stelle von mir auch nochmal schönen guten Tag zusammen an alle, die jetzt und später zuhören werden. Ich freue mich auf einen sehr interessanten und spannenden Tag heute. Podcast-Marathon. Richtig geile Idee, Leute. Ja, die Idee haben wir dem Gunnar zu verdanken. Als wir mal Ja. gebrainstormt hatten, was wir noch so anstellen können mit all unserer Energie, dann haben wir gesagt, wir machen einen Podcast-Marathon. Es wird doch eine geile Sache. Ja, cool. Und wie gesagt, Frank Stoner ist bei uns, der erste Gast, Frank Stoner. Wir freuen uns riesig. Ich hatte schon mal das Vergnügen, mit Frank zu quatschen. Das hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Das Gespräch findet ihr hier auf dem Kanal. Und es war super interessant. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass er heute gleich der erste Gast ist. Frank, was hast du denn thematisch für uns mitgebracht heute? Ja, welche Ehre erst nochmal. Dankeschön. Und ich wollte nur noch was sagen, was Gunnar auch gesagt hat. Ja, finde ich total stark, diese Idee auch das mehrsprachig zu machen, auch Englisch. Und stellt sich mir schon die Frage, sollten wir nicht auch schon hier auf Englisch reden? So? Weil tatsächlich, das ist auch viel mein Ding, weil vieles, über was ich spreche, auch vielleicht heute, was thematisch auch passt, das sind Sachen, die sind international noch gar nicht so da. Also gerade so den alternativen Archäologen, sind manche Befunde noch gar nicht so richtig klar, sondern das sind halt Dinge, die wir hier in Europa oder vielleicht nur auch nur Mitteleuropa, im deutschsprachigen Raum haben. Und vieles ist da noch nicht da. Und deswegen ganz grundsätzlich finde ich das großartig, so diese Idee. Lass uns gucken, dass wir diese Informationen miteinander teilen. Und dann kommen wir alle ein bisschen weiter. Ja, und das Thema, was ich so vorgeschlagen habe, weil wir hier über Zivilisation sprechen. Ich wollte mal ein bisschen auf den Unterschied eingehen zwischen Hochkultur und Zivilisation. Das sind so Begriffe, die wir oft synonym benutzen, aber aus meiner Sicht ist ein Riesenunterschied. Und um was es geht, hier schon in der Nutshell, eine Hochkultur muss nicht zwangsläufig ein Staatssystem entwickelt haben, ein System entwickelt haben, wo du auch dann vielleicht große Steinbauten oder sowas siehst. Eine Hochkultur kann auch ziemlich naturnah leben. Die könnte auch gar nicht so viele Spuren hinterlassen haben, während Zivilisation immer auch was zu tun hat, auch mit einer Art Staatsgründung, mit einer hierarchischen Gesellschaft. Und das finde ich einen sehr interessanten Unterschied. Es gibt auch Mischformen möglicherweise, aber so in die Richtung wollte ich mal meine Gedanken mit euch einbringen. Ja. Wo fangen wir an mit deinem Thema? Ja, keine Ahnung. Stellt irgendeine Frage oder ich fange mal das Monologisieren an und ihr grätscht mir irgendwann rein. An Ja. zu monologisieren. Wir haben hier heute auch einen straffen Zeitplan, also. Es geht sowieso immer nur darum, gewisse Themen vorzustellen. Und bei mir ist es auch vor allem einfach mal ein Blickwinkel, so, wo ich mir vorstellen könnte, dass er vielleicht so auch bereichernd ist in der Diskussion. Und es ist ja so, dass wir oder dass wir suchen, wie alt ist eigentlich die Menschheit? Gibt es irgendwelche Vorläufer von den bekannten Zivilisationen, die wir haben? Ich meine, wir starten ja letzten Endes, wenn wir auf dem Gizeh-Plateau die Pyramiden anschauen und auch andere Stellen natürlich auf der Erde, wo man sich dann denkt, okay, war da schon vorher was da? Ist da schon irgendwie so eine Art Wissenstransfer geleistet worden? Und okay, manche Leute sagen dann, ja, der Wissenstransfer kommt vielleicht von Out of Space oder so. Das ist jetzt überhaupt nicht so mein Ding. Wenn, dann würde ich mir denken, okay, gibt es denn vielleicht noch Vorgänger? Zivilisationen, Kulturen, aus denen dieses Wissen kam, sprich die Lost Civilization. Und das ist natürlich auch ja, ein lebenslang schon interessantes Thema. So. Und ich beschäftige mich damit tatsächlich schon jahrzehntelang, mein Leben lang. Ich bin auch viel rumgereist, habe mir auch viele bedeutende archäologische Orte angeschaut. Und irgendwie so wirklich klare Beweise oder Spuren, jetzt archäologischer Sicht, Befunde für eine Lost Civilization, also wirklich überzeugendes Material hat man halt nie gefunden. Ich meine, ich kenne die Bücher von Däniken, die habe ich in jungen Jahren gelesen,
Aber das hat mich schon nicht ganz überzeugt. Ich war viele Jahrzehnte lang auch ein Bewunderer oder habe auch heute noch höchsten Respekt vor Graham Hancock. Aber wirklich überzeugen tun mich die Beweise nicht. Und dann denke ich mir, vielleicht suchen wir auch einfach falsch. Vielleicht sind wir schon so geblendet oder lassen uns blenden von irgendwelchen großen Strukturen, die wir finden. Und so definieren wir Zivilisation. Und alles, was nicht solche Strukturen haben, das definieren wir dann eher so als primitiv. Jetzt nicht wir, als die wir sitzen, aber das ist so die wissenschaftliche Tradition. Das ist noch so ein altes Bild aus dem 19. Jahrhundert stammend, also der Wilde halt. Zivilisation bedeutet eben Kiwis, der Bürger, da gibt es einen Staat. Das kommt dann auch fast immer, Ausnahme wäre vielleicht nur die Induskultur, über die man auch sprechen könnte. Aber ansonsten ist es fast immer eigentlich so eine hierarchische Struktur. Dementsprechend ist auch die Architektur. Wir haben Pyramiden. Und ganz ehrlich, die Pyramiden, ägyptische Kultur finde ich faszinierend. Ich war schon öfter in Ägypten, aber es war schon immer so, dass ich mir denke, boah, das ist aber schon auch eine ziemlich krasse Gesellschaft gewesen, die sowas baut. Und freie Menschen, glaube ich, machen sowas nicht. Und vielleicht müssten wir echt auch mal schauen, dass es Hochkulturen auch gab, die im Sinne von Kultur also etwas schon entwickelt haben, die jetzt schon gewisses Wissen hatten, astronomisches Wissen, was dann schon führt zu Mathematik, zu solchen Dingen. Ne? Dass es sowas gab bei Menschen, die aber dann nicht in so einen Trip geraten sind, dass sie so eine hierarchische Staats. Ein Staatswesen aufgebaut haben. Und vielleicht das noch so für meinen First Take. Zwei Beispiele würde ich dafür anführen, und das sind vielleicht bei weitem noch nicht alle so. Zum einen die Amazonaskulturen, diese Gartenstädte, das ist natürlich auch schwierig, aber da ist in den letzten Jahren ziemlich viel Neues rausgekommen. Das alte Bild, dass der Amazonas schon immer nur Wildnis war, also Dschungel undurchdringlich, und dass da höchstens eine Handvoll irgendwie also Ureinwohner, indianermäßig da so in der Steinzeit leben. Das ist wackelig. Und heute hat man ja durch Archäologie allein die ganzen Terra Preta-Funde, die du an so vielen verschiedenen Stellen hast. Da weißt du immer, das waren Menschen. Und allein schon dieses Terra Preta, das heißt diese schwarze Erde, diese extrem fruchtbare Erde, die so ein Gemisch ist aus Mikroorganismen und Holzkohle und menschliche Hinterliegenschaften, also Urin und so weiter. Das ist ein Beweis dafür, dass wo Terra Preta, das waren Menschen. Das ist kein natürlicher Boden. Und das findest du an so vielen Stellen. Und du findest aber keinerlei Gebäude oder sowas. Aber das ist an so vielen Stellen, dass mittlerweile manche Forscher davon ausgehen, dass dort Millionen von Menschen gelebt haben. In so einer Art Gartenstädte oder sowas. Aber das sind keine Städte, wie wir uns das vorstellen. Es ist einfach, ey, Leute können auf kleinstem Raum ihre Ernährung sicherstellen. Dann brauchst du nicht in diese Ackerkultur gehen und Landwirtschaft betreiben, wo du dann sofort auch diese Aufteilung hast in verschiedene Schichten, verschiedene Kasten, wenn du willst. Also diese Amazonaskultur, von der auch so der erste Conquistador, der da den Amazonas runtergefahren ist, auch noch berichtet hat. Und okay, deren Berichte müssen wir auch immer so mit einem, wie sagen die Amerikaner, with a grain of salt, müssen wir die nehmen. Also, weil der berichtet natürlich zu Hause am spanischen Königshof auch Schätze, 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 damit die nächste Expedition ausgerüstet ist. Das läuft heute auch nicht anders. Aber die Archäologie stützt es mittlerweile, dass dort ganz viele Leute gelebt haben. Und ich glaube nicht, dass es das irgendwelche Primitiven waren. Also, und auch primitiv sage ich gar nicht so negativ, aber jetzt so auf der ersten Stufe des Menschen, so steinzeitlich, wie es heute im Amazonas noch Leute gibt, dass sie mit dem Pfeil und Bogen so einen Schubschrauber schießen. Nee, das waren Leute, die haben alles gehabt, was sie brauchen. Und haben deswegen auch dann nicht sind die nicht in so einen Staatstrip gekommen, sondern haben halt als freie Menschen gelebt. Und das zweite Beispiel, was ich da noch reingib, und das ist vielleicht für uns noch interessanter, das ist, ich glaube auch, dass hier unsere Vorfahren in Mittel-, Nordeuropa, überhaupt Europa, also auch Südeuropa zählt auch dazu, dass hier auch schon lange, lange eine Hochkultur gab, die aber keine Spuren hinterlassen hat im Sinne einer Zivilisation. Und warum habe ich diese These? Weil ganz viele Dinge, die eigentlich so der Vorläufer sind für das, was dann Zivilisation wird, finden wir schon hier. Hauptpunkt ist diese lange Tradition an Sternenschauern. Wir haben in Goseck das Sonnenobservatorium, das ist 8000 Jahre alt, mindestens. Ja? Und damals haben also die Leute schon eine Erdwallanlage gebaut, so eine Ringanlage, auf denen sie so die Kardinaltage markiert hatten. Beziehungsweise, wenn du einen Kardinaltag markierst, hast du die anderen auch. Kardinaltage, das sind so die
Wir haben beiden Tag- und Nachtgleichen und die Sonnenwenden. Und die definieren die Jahreszeiten. Du hast also schon einen Kreis, du machst ein Kreuz im Kreis. Ey, hier hast du schon Geometrie. Hier fängt Mathematik an. Geometrie, das Wort sagt es auch. Geo, das ist die Erde. Das hat man sich nicht so im Kopf ausgedacht, sondern es hat angefangen, du beobachtest die Sterne und die Erde und so entsteht Mathematik. Und wenn ich mir angucke, die Himmelsscheibe von Nebra, natürlich auch ein bedeutendes Artefakt, was auch international noch viel zu wenig ins Bewusstsein kommt. Das Ding ist älter als alles, was so in Ägypten da rumsteht. Und die Himmelsscheibe von Nebra ist nicht weit weg davon, ist eben dieses Sonnenobservatorium Gosek, was aber nochmal 3.500 Jahre älter ist als die Himmelsscheibe. Das spricht für eine Kontinuität. Und die hat auch mit Gosek nicht angefangen, sondern es gibt da noch viel ältere Belege in der Natur. Und da kann dann vielleicht auch Gunnar was dazu sagen. Ich schätze, er wird auch einige solche Orte kennen. Orte, wo du einfach in der Natur, wo du Felsen hast, die vielleicht ein Loch haben, so was so orientiert ist auf einen von den Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang bei der Wintersonnenwende beispielsweise. Solche Sachen sind so alt und das ist eine Kontinuität und da sehe ich schon eigentlich so die ganze Grundlage für das, was Wissen ist, was Entwicklung ist, was Mathematik ist, was Kunst ist und so weiter. Ja. Ja. Ja, man merkt es einfach, Frank, beim Einstieg allein super, super eingestiegen in dieses Thema, aber man merkt es sofort, wie breit gefächert diese Themen alle sind. Du hast vollkommen recht, es gibt natürlich gravierende Unterschiede, wie du vorhin schon gesagt hast, zwischen Zivilisation und Kultur. Wir haben alle möglichen Dinge, die wir da draußen entdecken. Und ja, es ist ein heute in dem Podcast haben wir einfach leider nicht wirklich die Gelegenheit, dass wir irgendeines dieser Themen vertiefen, weil wir könnten da alleine, glaube ich, mit dir 3 Stunden drüber quatschen und es wäre noch nicht zu Ende. Wir kennen das. Es ist sehr, sehr, sehr spannend. Es wird auch im weiteren Verlauf des Tages heute sehr spannend, weil wir natürlich zum Teil diese alten Zivilisationen und Kulturen immer wieder streifen. Es werden einige Sachen erzählt werden, auch über die Dinge, die wir eigentlich alle glauben zu kennen, eben in Bezug auf die Pyramiden in Gizeh. Da haben wir einen ganz interessanten Gast, der seit 30 Jahren im Untergrund dort forscht und ja, werden wir dann später noch ein bisschen näher drauf eingehen. Frank, wenn du Zeit hast und Lust, bleib bitte auf jeden Fall gern dabei, auch in dem Talk mit den Menschen, die jetzt dann kommen im englischen Block, weil ich weiß nicht, ich glaube, es sind einige dabei, von denen du auch die Arbeit und die Herangehensweise noch nicht kennst und super, super spannend ist für die. Und es geht genau in diese Richtung, in die du sagst, eben in 2 Bereiche. Das mit, was eher die natürliche Version wäre und dann der Bereich, der in den eher technologischen Background gehen würde. Und das ist für uns alle eigentlich so, dass ich sage das zumindest für mich selbst so, es geht nicht immer gleich um Advanced Technology, sondern es geht wirklich auch ganz viel um das Wissen und das Kennen der Naturgesetze. Wie kann ich da was kombinieren? Ob das jetzt in der Landwirtschaft ist, genauso wie in der Bautechnik, in der Geometrie, in der Architektur. Wir werden auch das Thema heute mit Matt ein bisschen diskutieren, die Geopolymer-Geschichten, also die künstlichen Beton- und Mörtelmischungen aus der Vergangenheit, ohne jetzt genau sagen zu können, wie weit zurück in der Vergangenheit. Und die braucht so manche Dinge einfach keine Hochtechnologie, sondern einfach nur das Wissen. Und das ist einfach ganz, ganz spannend, dass man das trotzdem so erforschen kann, dass, sagen wir, seriös bleibt, nachvollziehbar, gewisse Dinge reproduzierbar sind, genauso bei mir in der Resonanzkammer wie eben in Bezug auf die Geopolymergeschichten oder eine andere Art der Landwirtschaft, als wir das heute kennen. Da sind so viele Dinge, die im Hintergrund laufen. Der Freund von mir zum Beispiel, der macht die massive Forschungen über diese schwarze Erde, von der du gesprochen hast, und der hat mittlerweile seine Forschung so weit ausgeweitet, dass er die elektrische Spannung dieser Erden misst und selbst unterschiedliche Mischungen hergestellt hat mit was ich, Granitstaub, Basaltstaub, Ziegelstaub, Tonsplittern und unglaubliche Ergebnisse erzielt, vor allem je näher wir dieser schwarzen Erde kommen und dieser Mischung, wie die zustande gekommen ist. Du hast ganz recht, es hat zu tun mit Menschen.
Und der Raimund zum Beispiel hat festgestellt, dass zum Beispiel bei einer Brandrodung, warum im Nachhinein der Boden so viel fruchtbarer ist, ist jetzt nicht die Asche, die als Dünger dient, sondern die oberste Schicht der Erde, die durch diese enorme Temperatur ja eigentlich wie Ton sich verhält und wie gebrannter Ton dann Richtung Keramik geht. Und diese Keramik Brocken, die dann überbleiben, wenn man den Boden wieder aufbricht, die sorgen für eine andere elektrische Spannung im Boden. Und der Raimund hat mit einer dieser Mischungen nachweisen können, dass fast nur mit zwei Elektroden hinein. Der normale Boden bei uns hat irgendwas für 0,4 Volt Spannung und die Mischung, die in Richtung dieser schwarzen Erden geht, da ist er bei 1,2 Volt. Das heißt, wir kriegen wieder die Möglichkeit auch über das, was manchmal nur ein bisschen so mysteriös klingt, die freien Energien, freie Elektrizität. Natürlich existieren diese Dinge. Man kann ja hineinschauen beim Nikola Tesla, beim Viktor Schauberger, machen. Die Infos sind da, genauso wie bei den Geopolymermischungen. Da habe ich ganz, ganz, ganz viel gelesen und gelernt vom Professor Josef Davidowitz. Aus den 70er Jahren hat der angefangen diese Mischungen mehr oder weniger entwickeln. Nicht, weil er archäologisch, forscherisch interessiert war, sondern aus einem anderen notwendigen Grund heraus. Und diese Dinge sind nachgewiesen. Und heute diskutiert man das immer nur so kontroversiell, wenn man sagt, ja, die seid lauter Phantasten, weil die Gesteinsmischungen aus der Antike, hahaha. Beim Davidowitz kann man das bücherweise, kann man das lesen und seine wissenschaftlichen Arbeiten und man kann sich hinsitzen, das selbst probieren und es funktioniert. Und wie gesagt, ich brauche da keine Hochtechnologie dazu, ich brauche nur das Wissen. Das finde ich so einen interessanten Punkt, den du einbringst hier. Und sehr gut eigentlich, dass das gleich relativ am Anfang von diesem langen Marathon ist. Denn für mich ist das Beschäftigen mit, ob das jetzt Geschichte ist oder Anthropologie oder Archäologie, das ist für mich nie so ein Selbstzweck. Ich bin da kein Nerd, weißt du, so. Ich habe früher auch mal Archäologie studiert an der Uni, also ich kenne auch die Perspektive. Aber für mich geht es immer, wenn ich so die Vergangenheit darum gucke, dann um das Hier und Jetzt zu verstehen. Und das ist das Ding. Ja. Wir können eben also die Vergangenheit, die Archäologie, die kann uns möglicherweise helfen, unser Leben auch mehr zu optimieren. Und ob das jetzt so technische Dinge sind, da bin ich auch eher ein bisschen skeptisch, wobei, wer weiß, ey, vielleicht hat man noch nicht alles gefunden. Aber wie du eben das angesprochen hast, zum Beispiel Themen wie Landwirtschaft, ja, so Terra Preta, und da gibt es ja noch ganz andere Dinge. Vielleicht können wir auch Sachen davon lernen. Und das, was ich hier angesprochen habe, der Unterschied zwischen Hochkultur und Zivilisation, dieses Thema, da können wir vielleicht lernen, wenn es um Themen geht, wie organisieren wir uns überhaupt? Wo kommt denn das überhaupt her, diese ganze Idee von Staaten? Das kann uns vielleicht auch helfen, uns wieder zu erinnern, ganz tief in uns zu erinnern. Das ist ja das Interessante, oder? Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Wir graben nicht nur im Äußeren, so als Archäologen oder so. Es geht auch um in den Menschen selber rein, so sich erinnern. Was ist in uns drin? Und da können wir uns vielleicht erinnern wie Leben eigentlich in Freiheit geht. Weißt du, so. Und wie ist es dann eigentlich gekippt? Warum gab es dann auf einmal dann diese extrem hierarchischen Zivilisationen? Wie sind die entstanden? Wie kam es auf einmal dazu, dass es Kasten gab und die meisten von uns sich dann auf der Seite des einfachen Volkes, also an der Basis der Pyramide gefunden haben und du hast halt Maloch dein Leben lang. Wie ist es dazu überhaupt gekommen, so, ja? Und da finde ich, das ist auch so interessant, eben in unserer Zeit, wo ganz viele von uns auf der Welt, und auch hier nochmal die Grüße an alle Englischsprachigen, die sich mit dem Thema beschäftigen, wir sind in einer Art Wandel drin und die Beschäftigung mit der Vergangenheit, die kann uns vielleicht helfen, so zu verstehen, wie wir auf den Weg gekommen sind, auf dem wir jetzt sind, der, so zumindest meine Ansicht, der uns auf Dauer nicht zum Heil, zum Guten führen wird, zur Gesundheit führen wird. Ja. Spannend. Absolut spannend. Ich finde gut, dass du Terra Preta angesprochen hast vorhin. Ich finde das ein wahnsinnig spannendes Thema. Als ich das zum ersten Mal gehört habe, das war, glaube ich, bei Crop FM vor vielen, 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 vielen Jahren. Eine Crop FM-Folge über Terra Preta. Shout out an Crop FM. Ja, auf jeden Fall, Tarek, Grüße gehen Ja, raus. ich habe schon so viele Sendungen gehört, auch gerade früher, schon vor 10 Jahren und so weiter, Ja. 15 Jahren. Ey. Guter Mann. Wirklich, wirklich, wirklich Respekt vor Tarek. Und er zieht das schon Danke. ewig durch, ich glaube 21 Jahre jetzt oder schon, oder gar Ein 22. Pionier. Ja. Heftig, ja. Auf jeden Fall habe ich diese Folge gehört über Terra Preta. Da habe ich gedacht, wie langweilig ist denn das Zeug?
Was ist das für ein Thema, habe ich mir gedacht, hier reden über Erde. Aber dann habe ich mich damit beschäftigt und es ist genau wie du sagst, Frank. Es zeigt ja nicht nur, dass es ein wahnsinnig guter, fruchtbarer Boden ist, sondern es zeigt uns ja so viel mehr. Zeigt uns ja, dass da was gewesen sein muss, das jetzt nicht mehr da ist, über das man nachdenken kann und nachdenken muss, finde ich. Was ist da gewesen? Wer ist da gewesen? Warum ist er nicht mehr da? Was ist da passiert? Spannendes Thema, absolut spannendes Thema. Terra Preta, ja. Es ist Ja. ja für mich ein Thema, das sehr zukunftsweisend ist. Ich sehe diese Verbindungen ganz oft in der Forschung, wie der Frank vorher gesagt hat, was können wir heute damit machen? Wenn ich mir die heutige Landwirtschaft anschaue mit Kunstdünger und allem möglichen Pipapo und das, was dann von oben noch runterkommt an Giften und aus, da, wenn wir wieder lernen, wie Natur wirklich funktioniert, dann kann man das in relativ kurzer Zeit reparieren. Mit Bodenlebewesen, mit Kompostierung, mit Kupferwerkzeugen oder Bronzewerkzeugen anstatt Eisen, weil das wieder die Erdspannung kaputt macht und. Da gibt es so viele Dinge zu lernen. Und ich würde sagen, das braucht nicht einmal eine Generation. Man kann auf gewisse kontaminierte Felder zwei Fruchtfolgen lang Hanf anbauen und die Erde ist wieder von den Giftstoffen befreit. Also wir haben auch von der Natur hätten wir so viel Unterstützung. Deswegen bin ich zuversichtlich. Viele Menschen leben heute in dieser Angst, dass alles zusammenbricht, das System und die Welt geht unter. Wie oft haben wir das jetzt mittlerweile erlebt, Frank? Wie viele Weltuntergänge haben wir schon hinter uns? Und die Welt ist noch da und wir auch. Und ich bin weg aus diesem Angstschema und einfach in die Zuversicht, einfach ja, trotzdem in eine positive Richtung. Natürlich gibt es dann wie so die Esoteriker, die sagen, ja, positiv und negativ, das darf man alles so nicht sehen und du sollst nicht urteilen und bla bla bla. Man muss extrem vorsichtig sein, was überhaupt passiert in der Gesellschaft. Wir leben tatsächlich in einer Zeit großer Veränderung und ich sehe das für mich schon so, dass wir durch die Mischung an unterschiedlicher Forschung, die da hineinspielt, natürlich wieder Tools und Werkzeuge in die Hand kriegen. Wie kann man in der Außenwelt was wieder verbessern? Und Frank, du hast ganz recht, wenn du sagst, es ist ja ein großer Teil der Arbeit in uns. Und da haben wir wieder die Verbindungen. Ah, nimm einfach wieder ganz klassisch Ägypten, den Gott Thot oder mag man dann sagen Hermes Trismegistos, die hermetische Philosophie, alle diese Dinge, das ist ja auch uraltes Wissen. Das ist ja nichts neu Erfundenes. Alle Religionen basieren in Wirklichkeit auf der Grundstruktur der hermetischen Philosophie. Und wer dort noch nie hineingesehen hat und noch nie probiert hat, zumindest einmal die sieben hermetischen Prinzipien zu verstehen, der versäumt was. Es ist nicht so schwierig. Es ist nicht so ein Mysterium und so eine Hexerei, dass man langsam damit anfängt. Es ist ja sowieso ein lebenslanger Prozess. An sich selbst zu arbeiten, das erkenne dich selbst, kann man maximal als plakativen Befehlssatz eigentlich so, weil für mich in der Arbeit als Mentaltrainer, ich würd sagen, versuche dich selbst zu erkennen. Das ist einfach alles ein bisschen friedlicher gestalten, weil ich aus Eigenerfahrung weiß und ich bin seit 20 Jahren in der hermetischen Philosophie und seit vielen Jahren im Mentaltraining. Das geht nicht von heute auf morgen. Das ist ein Prozess, der dauert. Wir haben so viele Programme in uns, die verändert gehören. Und es geht quer durch die Bank. Wir wissen das heute alle. Die Geschichte, die aufgeschriebene Geschichte, ist eben nur eine Story, ist nur eine Geschichte, ist keine kontinuierliche Wiedergabe tatsächlich abgelaufener Events oder Entwicklungen. Wir wissen das von den Religionen, wir kennen die Doktrinen und das Boxdenken von den Wissenschaften, okay, nur wir müssen unseren Fokus wegnehmen, diese Institutionen anzufeinden, immer unseren Fokus auf dem haben oder behalten, was nicht gut funktioniert. Ganz speziell jetzt in diesem Jahr, also seit der letzten Sonnenwende, du musst dem Frank wieder recht geben, diese Tage haben eine Wichtigkeit, weil auch auf der energetischen Ebene sich immer was verändert nach einer Sonnenwende, nach einer Tag- und Nachtgleiche. Und jetzt zwischen der letzten Sonnenwende und der jetzt dann kommenden Tag- und Nachtgleiche haben wir so einen immensen energetischen Input von außen, auch über Sonnenstürme und all die Dinge, die passieren. Für mich schaut es so aus, es gibt in der Energie kein Gut und Schlecht. Es gibt Energie, hat unterschiedliche Qualitäten, ja, aber es gibt von der Energie her kein Gut und Schlecht. Wir stehen jetzt unter dem Einfluss von
einfach unglaublich viel Energie. Wir kriegen unglaublich viel Energie und damit Information in unser System eingespeist. Und es liegt einzig und allein an uns, an unserer Fähigkeit zu fokussieren. Die beste Fähigkeit des Wachbewusstseins. Unterbewusstsein kann nicht fokussieren. Das ist ein automatisches Programm. Aber unser Wachbewusstsein kann den Fokus lenken. Und wo immer du hinfokussierst, da geht deine Energie hin. Das wird nie anders werden. Energie folgt der Aufmerksamkeit. Wenn du jetzt auf deine Projekte oder auf deine Talente oder auf die Dinge fokussierst, die dir Spaß machen, die du erschaffen willst, ist die beste Zeit dazu. Wenn du abdriftest in die Angstschemen und in die Befürchtungen, dann geht deine Energie dorthin und du verstärkst das, was du nicht haben willst. Und das sind Themen, die wir immer, immer, immer wieder berühren werden, zumindest wenn es nach mir geht und die Projekte, in denen ich drinnen bin, weil ich das nicht außer Acht lassen kann. Es geht um eine Weiterentwicklung der Menschen und deswegen ist es notwendig, auch den Blick zurück zu machen, um zu erkennen, was ist wirklich passiert, wie haben gewisse Dinge funktioniert und wie der Frank sagt, wie schaut wahre Freiheit aus? Wie kann ein Gesellschaftssystem anders auch funktionieren als das, was wir heute haben? Und ich finde es fantastisch, in der kleinen Gesprächsrunde schon, und ich bin mir ziemlich sicher, das geht den ganzen Tag so weiter, dass man einfach eine ganzheitliche Sicht auf diese Dinge werfen und ganz, ganz, ganz viel wirklich tolle Menschen dabei sind, die im Endeffekt so ticken wie wir. Ja, genau. Also wie Gunnar gerade sagte, finde ich auch sehr interessant, dass wir jetzt zur aktuellen Zeit hier diesen Livestream machen, weil diese Informationen kommen jetzt raus in einer Zeitqualität, Energiequalität, wo wirklich dieser Umbruch spürbar ist. Sei es jetzt durch die Sonnenaktivitäten, wie du gerade gesagt hast, oder andere Dinge. Und wozu dieser Marathon auch sehr gut geeignet ist, ist, dass einfach diese ganzen Informationen nochmal auf den Punkt gebracht werden, zusammengeschmissen werden, auch, dass man mal einen Überblick hat, was alles schon wirklich bekannt ist. Weil viele Dinge, von denen viele Leute glauben, das ist, wie du sagst, umstritten, kontroverse Sache, die sind schon so lange wirklich faktisch belegt, ne? Und wenn wir jetzt auch keinen direkten Nachweis für irgendwelche Hochtechnologien hatten, die früher genutzt wurden in irgendeiner Form von Überbleibsel technischer Natur, haben wir aber doch Bauwerke zum Beispiel, die in Frage stellen, wie die überhaupt hergestellt werden konnten. Sei es jetzt Bohrungen, die um die Ecke gingen oder irgendwelche Schnitte in meterdicken Steinschichten, Rasiermesser gerade direkt an der Kante lang im rechten Winkel und so weiter. Dann auch diese Geopolymere, über die später noch gesprochen wird, also eine Gusstechnik. Ja, es ist also wirklich eine Zeit, in der viele Wahrheiten auch ans Licht kommen und viel aufgedeckt wird. Und ja, wir auch uns erinnern können an genau diese freie Menschheit, die wir vielleicht mal waren. Das Wissen ist ja jetzt auch nichts Neues. Das ist ja eben schon immer da und wir können es überall sehen und müssen es einfach nur wieder lernen, zurück genau in diese Energie zu finden. Ich fand es sehr schön, dass Gunnar eben das Wort Entwicklung gewählt hat und nicht Fortschritt, weil da man so ein bisschen einen kleinen Unterschied machen kann. Die Entwicklung weist darauf hin, dass wir vorher verwickelt waren in irgendwelche Problematiken und einfach etwas blind voranzutreiben uns gesellschaftlich so nicht weiterbringen wird. Und wenn wir uns unsere Vorfahren angucken, dann oder unsere vorher gelebten Kulturen, dann kann man da einen gravierenden Unterschied für sich selber ausmachen. Und zwar betrachtet man das so, als ob alles im Stein gemeißelt ist, was unsere Vorgängerkulturen hinterlassen haben, oder waren die so nah naturverbunden, dass wir so aus dieser herkömmlichen Sichtweise gar nicht erkennen können, die Zeichen, die sie hinterlassen haben? Die gesellschaftliche Entwicklung dahinter, genau. Wie kommt es dazu, dass wir uns in diesem Zustand hier vorfinden? In einer scheinbar domestizierten Menschheit? Oder von wem und warum? Zu welchem Zweck? Was wird da genau umgesetzt? Ne? Und wie kann es auch anders gehen? Ja, das sind echt die Fragen, die aktuell sehr brennen. Ja, Frank, das hat wahnsinnig Spaß gemacht. Das war leider viel zu kurz. Lass uns, wir sind eh in Kontakt, also über die Jungs, und lass uns vielleicht nochmal was planen. Vielleicht genau zu dem Thema, etwas Längeres. Das wird uns bestimmt riesen Spaß machen. Heute leider nicht der Raum dafür, nicht so lange zumindest, das ist schade. Aber hat Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank, Frank. Hey, es war mir eine Freude. War mir eine Freude, dass ihr mich eingeladen habt und eine Ehre, hier als Erster sprechen zu dürfen. Ich bin mir sicher, es kommen noch viele interessante Leute, interessante Gesprächsthemen. Und ich werde vielleicht auch mit einem Ohr so, vielleicht kann ich den ganzen Marathon präsent sein, aber auch noch das weiter hier auf der Tube verfolgen. Und ja, kann euch nur sagen, so, let's ride und wünsche euch noch eine angenehme Sendung und
einen guten Flow, wie man auch so schön sagt. Frank, auch von meiner Seite, wir haben uns heute erst kennengelernt. Wirklich, wirklich vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Wie gesagt, wenn du Zeit und Lust hast, bleib auch gern bei uns im Chat oder steig zwischendrin wieder ein, den Link hast, wenn dir Genau. irgendwo was triggert und du willst irgendwen kennenlernen von dir vorher schon einfach zum Connecten. Es ist komplett offen, komplett frei. Es gibt da keine strikten, wie wir vorher gesagt haben, keine hierarchischen Strukturen. Das wird ganz, ganz frei ablaufen. Wirklich super, dass du da warst. Super, dass wir uns kennengelernt haben und wir bleiben in Kontakt. Wir machen sicher was. Ja, gerne. Ciao, Grüße an alle. Ja, Ciao, danke Frank. Frank. War mal wieder eine Freude.